Thanks. How are you doing? Thank you. Hallo, Nathan. Und bevor ich Ihnen das Wort übergebe, werden wir erstmal live abstimmen hier. Wir schauen mal, wie die Meinungen hier im Raum sind. Ich sehe, einige von Ihnen wissen, was jetzt passiert. Sie haben so ein Abstimmgerät. Das ist direkt an Ihrem Stuhl. Sehen Sie mal da so ein kleines weißes Teil. Eine Frage jetzt werden Sie hören und drei mögliche Antworten, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn ich sage, bitte abstimmen, dann machen Sie das. Also, schauen wir uns mal die Frage an. Da ist sie. Es gibt unterschiedliche Meinungen über Airbnb. Was halten Sie von Airbnb? Ich frage Sie nicht, Nathan. Ihre Antwort ist mir schon klar. Was glauben Sie, was ist Airbnb? Gut, Daumen nach oben, wenn Sie der Meinung sind, dann nur eins. Zweitens, irgendwo in der Mitte oder drittens, Daumen nach unten. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Dauert 10 Sekunden. Was meinen Sie, wie wird die Abstimmung ausfallen? Tja, ich weiß nicht. Vor meiner Präsentation würde mich das jetzt eher aufbauen oder runterziehen. Mal sehen. Ich glaube schon, Sie haben gute Argumente. Schauen wir mal. Daumen hoch, 57,2%. Mehr kann man nicht sagen. Also, es gibt sehr viele Leute aus dem Hotelgewerbe heute hier im Publikum und trotzdem kriegen Sie das Daumen hoch Symbol. Alles Gute also. Tja, schönen guten Morgen allerseits und vielen Dank, dass Sie heute alle hergekommen sind. Für mich ist es toll, wieder in Berlin zu sein. Eine große Ehre, wieder bei der ITB sprechen zu dürfen. Ich bin auch ganz begeistert von dieser Möglichkeit. Wir haben gerade in der jüngsten Vergangenheit tolle Sachen bekannt gegeben. Da nehme ich gleich noch Stellung dazu. Der Kontext zunächst. Vor 10 Jahren ging es los mit Airbnb. Ich und 2 weitere Gründer haben dieses Unternehmen geschaffen damals. Und damals haben wir über das Konzept berichtet und die Leute sagten, na, ihr seid verrückt, sowas funktioniert nicht. Die haben gesagt, Leute wollen nicht in den Häusern oder Wohnungen von fremden Leuten übernachten. Dann gab es eine ganze Reihe von Early Adoptern, die diesen Service dann genutzt haben. Aber viele haben damals immer noch gesagt, naja, Airbnb ist schon interessant, aber nichts für mich. Airbnb ist damit also eine Alternative geworden. Nach 10 Jahren jetzt können wir sagen, dass wir viel erreicht haben. Über 300 Millionen Menschen haben bereits Airbnb in Anspruch genommen. Und hier in Europa kann ich sagen, dass von den 300 Millionen 142 Millionen hier in Europa übernachtet haben. Das hat 17 Milliarden US-Dollar an Einnahmen für Menschen hier in Europa geschaffen. Also nach diesen 10 Jahren und mit diesem Wachstum geht man immer noch davon aus, dass Airbnb eine Alternative ist, die sicherlich nicht für jeden in Frage kommt. Unsere Vision ist, dass jeder für sich eine Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit findet. Wir sind jetzt schon in 81.000 verschiedenen Ländern vertreten, praktisch in allen Ländern der Welt, in vielen Städten. Und trotzdem nutzt uns noch nicht jeder Reisende. Aber das wird sich ändern. Wir haben gerade kürzlich gesagt, dass wir der Meinung sind, dass Airbnb für jeden zur Verfügung stehen wird. Und ich zeige Ihnen auch, wie wir das erreichen wollen. Zunächst arbeiten wir in einer Partnerschaft mit unseren Anbietern von Wohnraum und Übernachtungsmöglichkeiten. Wichtig ist, dass natürlich diese Investition auch in den Erfolg unserer Partner stattfinden kann. Wir wollen eine starke Gemeinschaft von Partnern bilden und auch die, die gut sind, entsprechend belohnen. Deswegen hier das erste Modell. Das Superhost-Programm beispielsweise. Worum geht es? Unsere besten Partner werden damit ausgezeichnet oder gekennzeichnet. Das sind Leute, die gut bewertet werden von ihren Gästen und das sind auch wirklich die, die Kultstatus haben. Das sind schon 400.000 weltweit. Und hier sieht man auch diese Vorteile, die unsere Superhosts in Anspruch nehmen können. Sie kriegen eine Markierung, sie kriegen einen 100-Dollar Reisegutschein, aber wir wollen mehr investieren in diese wichtigen Personen. Deswegen wird es 14 weitere Vorteile geben, die im Jahre 2018 eingeführt werden. Insgesamt 19 solcher Vorteile, die wir dann anbieten können für die Superhosts. Solche Sachen zum Beispiel Discounts bei Smart-Home-Produkten oder bessere Sichtbarkeit auf den Airbnb-Plattformen beispielsweise. Das machen wir, wie gesagt, im Laufe des Jahres 2018. Das ist erst der Anfang unserer Kampagne, mehr Leistungen für unsere Superhosts anzubieten. Aber man fragt auch oft, ja, wie sieht es denn aus, einerseits mit den besten Partnern, aber auch mit den besten Gästen, die bei Ihnen buchen. Was machen wir mit denen? Auch für unsere besten Gäste sozusagen bieten wir solche Leistungen an. Deswegen
nennt sich dieses neue Programm auch Supergäste. Sehr originell, glaube ich. Mit dem Supergäste-Programm können Sie neu reisen. Eine Reise, die Sie umfangreich begleitet sozusagen in Ihren Unternehmungen. Wir haben uns mal angeschaut, welche Partner wir haben und haben diese Partner, die bei uns Leistungen anbieten, gefragt, was würden Sie denn jemandem anbieten, der ein besonderer Gast ist, ein sogenannter Superguest. Und die Partner sagen, ja, wichtig ist, dass die Gäste eine entsprechende Qualität sozusagen an den Tag legen. Wir fragen sie dann, okay, stellen Sie sich vor, es kommt ein Superguest, was bieten Sie dem an? Nun, dann sagen die Partner Discounts, exklusive Ausrüstungsgegenstände in einer Wohnung, auch einige Vergünstigungen. Da gibt es einige Unternehmen, die sozusagen auch Airport-Transfers anbieten, Zugang zu Airport-Business-Lounges anbieten und so weiter und so fort. Also das ist ein Programm, das wir diesem Sommer anbieten werden. Der Pass in eine neue Reise. Umgebung in ein neues Reiseerlebnis. 10.000 Gäste werden das zunächst angeboten bekommen am Anfang. Superhost und Superguest sind aber nur zwei Seiten unserer bereits existierenden Gemeinschaft. Das ist auch wichtig, dass wir die Bestandskunden ernst nehmen. Nochmal zurück zu dieser Vorstellung, dass Airbnb wirklich für jeden und jede zur Verfügung stehen wird. Darüber denken wir auch viel nach im Moment. Und wenn wir darüber nachgedacht haben, bedeutet das auch, dass wir eine ganze Reihe von Sachen entdeckt haben, die gar nicht so offensichtlich waren. Warum? In den letzten 10 Jahren haben wir unsere Dienste angeboten, als wir noch eine ziemlich kleine Firma waren. Das war vielleicht auch ein Teil des Problems. Warum? Im 11. August 2008 haben wir so angefangen, mit dieser Internetseite. Wenn Sie damals in San Francisco beispielsweise gesucht haben, haben Sie diese Ergebnisse bekommen. 16 Zielgebiete da. Tikitastic und Getfit, das waren die Namen, oder Simple hießen die auch. Simple sagt eigentlich alles. So, Airbnb wurde damals geschaffen, dass wir in Städten, wo 100 Objekte zur Verfügung standen haben, diese auf einer Internetseite anbieten konnten. Nach 10 Jahren hat sich das Design eigentlich kaum geändert. Das heißt, Sie sehen auch weiter eine Auflistung von Objekten. Aber was sich geändert hat in den letzten 10 Jahren, ist, dass wir nicht mehr nur hunderte Einträge haben, sondern Tausende von Einträgen, Zehntausende von Einträgen, Hunderttausende von Einträgen, 4,5 Millionen Objekten, an denen man einen Aufenthalt verbringen kann. Deswegen sind wir überzeugt davon, dass wir eine bessere Wahl bieten als alle anderen Anbieter. Wir haben die perfekte Möglichkeit für jeden Gast. Aber um das perfekte Objekt zu finden, muss man sehr viel Arbeit leisten. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Hemd. Wollen Sie ein Hemd kaufen, gehen in ein Modegeschäft und da finden Sie einen großen Garderobenständer. Und stellen Sie sich vor, auf diesem Garderobenständer hängen 4,5 Millionen Hemden. Genau das ist unser Problem. Wir haben zwar was für alles, aber es ist enorm schwer, dann auch wirklich das Richtige zu finden. Das ist ein Problem, was wir lösen wollen. Deswegen bieten wir neue Kategorien an. Mit diesen neuen Kategorien kann jeder Gast das perfekte Objekt finden. Wie funktioniert das? Im Moment haben wir 3 Kategorien, die als Sortierung dienen. Als gemeinsam genutzter Raum, privat genutzter Raum oder ein gesamtes Haus. Von diesen 4,5 Millionen Objekten muss eine Kategorie ausgewählt werden. Problem dabei allerdings, dass wir aber mehr Kategorien haben als diese 3. Deswegen wird es 4 neue Kategorien geben. Und das hat auch damit zu tun, dass es natürlich in der Welt, auch in der Airbnb-Welt, mehr Objekte gibt, wie zum Beispiel Ferienhäuser, Bed and Breakfast, Boutiquen oder einzigartige Standorte. Was ist damit gemeint? Fangen wir an mit einigen Beispielen. Gemeinsam genutzte Zimmer, das sind üblicherweise solche Sofas in Wohnzimmern, sehr günstig, eine sehr soziale Möglichkeit, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Das haben auch meine Mitbegründer in ihrem eigenen Wohnzimmer angeboten. Durchschnittlicher Preis für solch ein Objekt $38. Da oben unten steht 18 sogar. Dann private Zimmer, also abgeschlossene, das sind auch Objekte, die sehr beliebt sind, die auch günstig sind. Wir haben ungefähr 1 Million solcher Einzelzimmer, die wir anbieten können.
Hier beispielsweise Julia und Silvia in Havanna in Kuba bieten sowas an für $60 pro Nacht. Ich bin selber auch schon dort gewesen. Dort kann man auch frühstücken, direkt unten am Swimmingpool. Das Tolle in Kuba ist, dass wir erst vor 3 Jahren dort begonnen haben in Kuba, als die Gesetze sich in den USA geändert haben. Jetzt haben wir schon 32.000 Objekte da. 1 Million Gäste, die schon mit Airbnb in Kuba gewesen sind. Oder gesamte Häuser. Häuser, wo Leute normalerweise wohnen, die sie aber vermieten, wenn sie nicht zu Hause sind. Ein Großteil unseres Geschäfts, Magdalena beispielsweise, vermietet ihr Haus in Madrid, in Spanien, $96 pro Nacht. Sie bietet ihren Gästen einen Obstkorb an, auch Literatur, Reiseliteratur, Kaffee und so weiter. Und dann haben wir aber auch Ferienhäuser oder Ferienwohnungen. Das sind Objekte, wo Leute nicht direkt selber wohnen, die Eigentümer. Oft finden sich diese Ferienhäuser in Ferienregionen, beispielsweise das Romantic Chalet in Österreich. $165 pro Nacht. Wir haben über 100.000 solcher Chalets bereits im Airbnb-Bestand. Aber viele hundert Jahre bevor es Airbnb gegeben hat, gab es Bed and Breakfast-Objekte, wie zum Beispiel hier dieses schöne Haus aus dem 16. Jahrhundert, was in Cambridge zur Verfügung steht, $100 die Nacht. Dann haben wir sogenannte Boutique-Objekte. Das sind besonders thematisch gestaltete, stilsicher gestaltete Einrichtungen. Beispielsweise hier das Drift in San Jose del Cabo, das ist in Mexiko. Und die letzte Kategorie, über die ich heute spreche, die ist wirklich einzigartig. Einzigartig bedeutet, man hat Baumhäuser, Boothäuser, irgendwelche Airstreams. Insgesamt 21.000 solche Objekte, die wir bereits zur Verfügung haben. Beispielsweise hier in Atlanta, in Georgien, ein Baumhaus, ist unglaublich nachgefragt. Die sind extrem populär und werden im Moment sehr stark gebucht. Peter hat dieses Haus ganz selber für sich gebaut, dieses Baumhaus. So, also darum geht's. Wir werden diese neuen Kategorien jetzt schrittweise einführen. Und bis zum Sommer diesen Jahres haben die Gäste dann auch die Möglichkeit, in diesen 7 verschiedenen Kategorien zu suchen. Macht es wahrscheinlich dann auch einfacher, das richtige Objekt zu suchen und zu finden. Wie gesagt, ich sprach bereits davon, dass wir 4,5 Millionen Objekte haben. Deswegen sind auch 7 Kategorien eigentlich gar nicht spezifisch genug. Wenn wir nun noch genauer analysieren wollen, was machen wir dann? Gut, wenn ich spezifisch sein will, folgendes Beispiel. Sie wollen nach Paris reisen. Machen Sie. Paris kann man eingeben als Suchbegriff. Dort haben wir 65.000 Objekte in Paris allein. So, hat man natürlich nicht die Zeit, sich diese 65.000 anzuschauen. Also nehmen wir die Kategorien, sagen wir, wir wollen ein einzelnes, ein Privatzimmer und eine Wohnung. Die kann man dann auswählen. Jetzt ist die Suche schon auf 10.000 geschrumpft. Können wir das weiter einengen vielleicht? Deswegen gibt es weitere Unterkategorien, um die Suche noch genauer zu definieren. Eine der Kategorien, die neu eingeführt werden, sind beispielsweise Architekturstile. Also wenn wir ein rustikales Objekt wollen, dann sehen wir diese Angebote. Nun möchte ich natürlich auch eine Wohnung haben, wo ein Balkon dran ist, weil ich den schönen Blick haben möchte. Also können wir den Balkon auch noch als Kategorie aufnehmen. Um es noch interessanter zu gestalten, sagen wir, ich möchte im Haus oder der Wohnung eines Musikers wohnen. Das heißt, man kann wirklich den perfekten Ort konfigurieren und für sich selber definieren. Oder Sie sind eine Familie und möchten nach Seattle reisen, möchten in einem Familienobjekt wohnen mit einer richtigen Küche, mit einem Kinderbett oder in der Nähe eines Zoos. Dann können Sie unglaublich viel kombinieren, können Ihre perfekte Wahl treffen. Soll heißen, tausende neue Kategorien werden entstehen bei uns bei Airbnb. Und das wird es uns auch erlauben, unseren Gästen den perfekten Suchtreffer zu geben. Es wird eine perfekte Datenbank. In der Datenbank haben wir 157 Millionen Fotos, 166 Millionen Bewertungen unserer Kunden, um die Kategorisierung weiter genauer aufzulösen. Also, neue Kategorien erlauben jedem Gast, das perfekte Objekt zu finden. Aber wie schafft man es denn, das perfekte Objekt zu finden? Nicht nur für Sie, sondern auch für die Art und Weise, wie Sie reisen wollen. Jede Reise, die Sie organisieren, ist doch anders. Deswegen bieten wir Folgendes an. Die sogenannten Airbnb Collections, die thematisch nach Reiseart strukturiert sind. Hier haben wir eine Umfrage angestellt, haben 10.000 Gäste gefragt, warum reisen Sie denn? Und ganz überraschende Antworten, die es da gegeben hat. Und nicht unbedingt
Dingen in Bezug auf die Art und Weise der Antworten, wie sie gegeben wurden, sondern wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Es gibt verschiedene Szenarien, mit denen Leute reisen. Wir haben einige der beliebtesten Nennungen hier genommen und wir organisieren jetzt unsere Objekte mit 9 verschiedenen Kategorien oder Collections, wie wir sie nennen. Die Objekte müssen 4,8 plus Rating haben, Bewertung. Sie müssen bestimmte Dienstleistungen anbieten können, bestimmte Funktionalitäten. Ganz beliebt als Kategorie natürlich Familienreisen. Und in unserer Familien-Collection hat jedes Objekt mindestens 5 Sterne. Und die 5-Sterne-Bewertungen müssen von anderen Familien gekommen sein, also mit Fernsehen, mit WLAN, mit einer voll ausgestatteten Küche. Hier haben wir auch schon über 1 Million solcher Objekte. Oder Arbeit, also Leute, die unterwegs sind, weil sie dienstlich etwas erledigen müssen. Auch hier kann Airbnb eine gute Möglichkeit sein, um Geschäftsreisen zu organisieren. Aber da hat man natürlich ganz konkrete Anforderungen, flexible Stornierungsfristen, ein Self-Check-In, man braucht einen Schreibtisch und auch WLAN. Auch hier haben wir bereits 65.000 solche Objekte im Bereich Work. Family und Work sind heute schon verfügbar. Aber mehr dieser Kategorien kommen im Laufe des Jahres noch hinzu. Die sind die ersten 9 Kollektionen hier. Erlaubt es Ihnen dann auch wirklich für das richtige Szenario das richtige Objekt zu finden. Also, ich habe über neue Kategorien gesprochen, über unsere Collections. Die werden in einer App erscheinen. Wie sollte diese App ausschauen? Heute mal ein kleiner Sneak Preview unserer neuen App, die Sie dann im Sommer dieses Jahres erwarten können. Maybe a little louder. Wir bräuchten ein bisschen Ton dazu, bitte. Technical problems. I can hear it a little bit. So, jetzt hört man ein bisschen was. Jetzt wird es langsam lauter, der Ton darunter. You think it's on the computer? Offenbar liegt er auf dem Computer. Der Ton, den versuchen wir jetzt hier hochzuladen. Where'd it go? Here we go. Display port. You want to go to headphones? Okay. And if we can go back to the screen. Vielleicht können wir noch mal die Anfangsfolie bekommen. Okay, wir versuchen es einfach noch mal. So we want to make sure that we take care of. Also, wir möchten sicherstellen, dass wir wirklich alle einbeziehen in unserer Gemeinschaft von Airbnb. Das bedeutet natürlich auch, dass wir anerkennen müssen, dass während der letzten 10 Jahre sich viel verändert hat. In unserer Gemeinschaft ist es so, dass die Erwartungen der Kunden sich verändert haben. Das heißt, die Erwartungen sind einfach höher gesteckt. Unsere Gäste möchten mehr Qualität und Bequemlichkeit, aber es passiert noch viel mehr. Viele unserer Gastgeber
verausgaben sich geradezu, um Supergastgeber zu werden. Das heißt also, sie designen ihr Heim, sie stellen sicher, dass alle Einzelheiten stimmen. Das heißt, der Kaffee ist bereits gekocht, die Küche ist gut ausgerüstet und so weiter. Aber natürlich ist es schwierig, hier herauszustechen als Gastgeber. Und deswegen möchten wir deren Engagement noch weiter unterstützen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, Ihnen heute hier Airbnb Plus vorstellen zu dürfen. Airbnb Plus bedeutet noch einmal mehr Bequemlichkeit in den Objekten. Das sind wunderschöne Objekte, das sind außergewöhnlich gute Gastgeber und jedes ist noch mal auf Qualität überprüft worden. Diese Objekte sind alle gut ausgestattet. Wir haben eine ganz besondere Persönlichkeit des Gastgebers, ganz tolles Design. Das sind so die Objekte von Airbnb Plus. Der durchschnittliche Preis sind weniger als $250 pro Nacht. Das ist ein privater Raum in Toronto für $65 pro Nacht. Das ist ein Teil der Kollektion von Airbnb Plus. Airbnb Plus sind aber nicht gleich. Die sind auch sehr einzigartig im Design. Wir sehen hier das sogenannte Airstream. Das ist Teil von Airbnb Plus. Das sind wirklich auch außergewöhnliche Gastgeber. Was macht sie so außergewöhnlich? Diese Gastgeber haben alle eine Bewertung von 4,8 bekommen. Und die meisten von ihnen sind super Gastgeber. Das ist hier beispielsweise Matt aus Venedig. Er hat auch ein Surfunternehmen und er spezialisiert sich in Illustration und Design. Wir sehen hier sein Haus in Venice, Los Angeles. Das ist eine Kombination aus kalifornischem modernen Stil und rustikalem Stil. Wir sehen hier die Bequemlichkeiten, die angeboten werden. Airbnb Plus Objekte sind auch noch mal überprüft, was die Qualität anbelangt. Wir schicken jeweils ein Team persönlich in diese Objekte, um das zu überprüfen. Im Großen und Ganzen untersuchen wir drei Punkte. Das Objekt muss natürlich bequem sein, sauber sein und auch gut designt sein. Das heißt, es gibt hier eine genaue Überprüfung. Ich werde jetzt einzeln durchgehen. Nein, nein, das war ein Witz. Das, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist, was wir überprüfen. Wir haben hier ein jeweiliges Badezimmer voll ausgerüstet und bequeme Betten, sauber natürlich. Die Küche sollte vollumfänglich ausgestattet sein in diesen Objekten. Das sind also wunderschöne Objekte, außergewöhnliche Gastgeber. Sie sind nochmal verifiziert auf Qualität. Aber es gibt noch mehr. Wenn Sie ein Objekt über Airbnb Plus buchen, dann bekommen Sie nochmal speziellen Kundendienst. Da haben wir ein ganz besonderes Team für Sie, das sich nur um Sie kümmert. Wenn Sie ein Gastgeber sind und sich überlegen, ein Plus-Gastgeber zu werden, müssen Sie sich vielleicht fragen, warum sollte ich das überhaupt angehen? Ich würde sagen, es gibt drei Gründe hierfür. Zunächst einmal sind Sie dann ganz oben platziert. Sie sind im Ranking ganz oben, wenn ein Kunde Ihr Objekt sucht. 73% unserer Gäste sagen, wir sind bereit, mehr zu zahlen, wenn wir in einem Objekt übernachten, das noch einmal verifiziert worden ist. Weiter gibt es Dienstleistungen wie Designkonsultation, persönliche Verifizierung und auch ganz wunderbare Fotografie. Dritter Punkt ist noch einmal Premium-Unterstützung von unserer Seite. Airbnb Plus gibt es mittlerweile in 13 Städten. 2000 Objekte kann man hier sich anschauen und darunter auswählen. Am Ende des Jahres wird es 76.000 Objekte in 75 Städten der Welt geben. Wir hatten mehr als 12.000 Anmeldungen von Objekten, um an diesem Programm teilzunehmen. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel noch einmal für diesen Bereich von Airbnb, wie das so aussehen könnte. Gonna come right out.
Thank you. Vielen Dank. Ja, das war Airbnb Plus. Das ist die volle Bequemlichkeit zu Hause und noch mehr. Aber bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch eine weitere Sache hier zeigen. Wir haben uns selber eine Frage gestellt. Wir haben uns gefragt, was wäre denn, wenn wir noch weiter gingen? Vor einem Jahr haben wir ein Unternehmen gekauft namens Luxury Retreats. Luxury Retreats hat eine Erfahrung von 20 Jahren im Bereich der Gastfreundschaft und Unterkünfte. Sie haben einige der schönsten Objekte der Welt. Wir haben uns überlegt, was würde denn passieren, wenn wir diese Art der Unterkunft mit einer der größten Reise-Communities der Welt zusammenbringen würden. Wie könnten wir so das Reisen zu einer einzigartigen Erfahrung im Leben machen? Wenn man eine solche Reise unternehmen will, dann muss man natürlich einige der besten Objekte der Welt im Petto haben. Und wir haben tausende von diesen Objekten. Ich zeige Ihnen das. Das ist die Saraswati Villa in Bali. 65 Fuß ist der Pool groß. Außerdem gibt es noch einen Spielplatz bei diesem Objekt. Oder hier kann man Skifahren gehen in Aspen in Colorado. Weiterhin haben wir ein Objekt in urbanen Gegenden hier in Hancock Park in Los Angeles. Oder wenn man vielleicht ab vom Schuss sein will, kann man nach Avalon, in die Villa Avalon in Costa Rica gehen. Hier ein Objekt aus der Toskana. Das ist die San Luigi Villa. Unglaublich. Eine berühmte italienische Familie des 16. Jahrhunderts hat diese Villa gebaut. Es gibt einen Gemüsegarten, es gibt einen Olivenhain nebendran. Aber wenn wir noch weiter gehen wollen, dann sind die Objekte nur der Anfangspunkt. Denn um noch einen Schritt weiter zu gehen, müssen wir magische Erfahrungen schaffen, wie beispielsweise Kochkurse mit lokalen Chefköchen und so weiter und so fort. Die Weltklasse Gastfreundschaft, außergewöhnliche Objekte und einzigartige Erfahrungen, diese drei zusammengenommen führen zu einer Reise, die einzigartig im Leben eines Menschen ist. Und das Ganze ist natürlich individuell auf die Kunden abgestimmt. Very dramatic. Ganz schön dramatisch. Beyond von Airbnb, auf die Kunden abgestimmt. Das erwartet Sie diesen Frühling. Ich habe Ihnen heute 5 Dinge vorgestellt. Zum Abschluss erwähne ich das noch einmal. Die super Gastgeber, die wir haben, die super Gäste. Das ist Ihr Pass zu einem neuen Lifestyle des Reisens. Neue Kategorien und Collections, damit Sie das perfekte Objekt für sich finden können. Airbnb Plus. Das ist die absolute Bequemlichkeit in den Objekten und noch mehr. Und Beyond, eine einzigartige Reise im Leben. Wenn man diese 5 Kategorien zusammensetzt, dann haben wir wirklich ein Zuhause für jedermann. Vielen herzlichen Dank. Thank you. Dankeschön. Wenn ich mir all diese wunderschönen Objekte anschaue, dann denke ich, meine Wohnung ist ganz schön langweilig im Vergleich. Das denken einige von Ihnen auch. Haben Sie auch irgendwelche Kurse zu Innendesign vielleicht? Ja, naja. Ja, das ist wirklich absolut überwältigend.
Sie sprachen über die Erfahrungen der Gastgeber. Wie gut ist das insgesamt akzeptiert? Das haben wir vor einem Jahr ins Leben gerufen. Wir haben jetzt 60 Märkte, 60.000 Erfahrungen, die wir mittlerweile gesammelt haben. Letztes Jahr hatten wir dann noch ein Wachstum um 25.000. Das heißt, es ist ein sehr guter Anfang. Und wir möchten die Märkte noch erweitern von 60 auf 1.000 Märkte, wo wir diese Erfahrungen dann haben. Es ist wirklich fantastisch. Wir feiern ja all das, wofür Airbnb bekannt ist. Das ist wirklich etwas Einzigartiges, Authentisches, Örtliches. Es geht um persönliche Zusammenkünfte. Das ist wirklich eine einzigartige Erfahrung, ein einzigartiges Produkt. Das sind wirklich interessante Sachen, die man auch machen kann. Ich habe mir das auf der Webseite angeschaut. Man kann beispielsweise Sauerteigbrot in San Francisco backen. Das geht nur in San Francisco. Das kann man da in einem Kurs lernen. Aber man kann auch japanisches Brot in Tokio backen lernen. Ja, das sind ganz gewöhnliche Menschen, die daran teilnehmen. Sie haben irgendetwas, sie haben irgendeine Leidenschaft, die sie den Gastgebern der ganzen Welt zeigen möchten. Das kann ein Kochkurs sein beispielsweise, das ist sehr beliebt, oder irgendwelche Aktivitäten draußen, Surfen zum Beispiel, oder eine Fahrradtour, Yoga. Yoga ist eine sehr beliebte Kategorie übrigens. Ja, das gibt so viele Dinge, die man da als Aktivitäten anbieten kann. Ja, da gibt es sehr viele Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, richtig? Ja, genau. Das ist wirklich cool. Wie sieht es bei Airbnb aus? Es gibt ja auch Proteste gegen angeblich zu viele Touristen in übervölkerten Städten. Was sagen Sie dazu? Nun, ich denke, es ist wichtig anzuerkennen, dass Tourismus für die Städte insgesamt wichtig ist. Es ist wichtig einfach, weil dadurch sehr viele Ausgaben getätigt werden, Umsatz generiert wird. Es ist also wichtig zu sehen, dass es auch ein Trend ist. Der Fremdenverkehr wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch weiter ansteigen. Getrieben wird das von einer immer finanzstärkeren Mittelklasse, insbesondere in Asien und in China. Das heißt, die Städte müssen sich selber fragen, wie gehen wir damit um, mit diesen mehr an Besuchern? Ich denke, Airbnb kann ein wichtiger Teil der Lösung sein, aus verschiedenen Gründen. Erstens, 75% unserer Objekte befinden sich außerhalb der traditionellen Hotelviertel. Das heißt, es ist eine Art und Weise, die Touristenströme über eine größere Fläche zu verteilen. Das heißt also, die Vorteile des Fremdenverkehrs werden so in Viertel gebracht, die normalerweise nicht davon profitieren. Üblicherweise ist es ja so, dass man das Geld da ausgibt, wo man übernachtet, im Café um die Ecke, im Restaurant, das da gleich in der gleichen Straße ist und so weiter. Das heißt, es ist wirklich sehr wichtig für die verschiedenen Viertel, dass sie vom Fremdenverkehr profitieren. Nummer zwei. Wir haben ja auch Kapazitäten hinzugefügt in verschiedenen ländlichen Gebieten, wo es keine Hotels gibt, wo man gar nicht übernachten kann, weil es da nichts gibt. Da kann man über Airbnb bei Leuten zu Hause übernachten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von letztem Jahr. Wir hatten verschiedene ländliche Gebiete und in 11 Ländern haben wir da 1 Milliarde Umsatz gehabt, dank dieser neuen Besucher. Das heißt also, wir helfen den Touristen nicht nur in die üblichen Reiseziele zu fahren wie Paris oder Rom, nein, sondern sich auch die ländlichen Gebiete anzuschauen und da Reiseerfahrungen zu machen. Das ist das, was den Leuten gefällt. Das sind ja auch historische Orte, die lohnenswert sind. Ja, wir haben da hinter der Bühne darüber gesprochen. In Berlin gab es ein kleines Problem. Es war eine Zeit lang so, dass das durch das Zweckentfremdungsverbot nicht mehr erlaubt wurde. Ja, Airbnb ist natürlich ein neues Modell. Die existierenden Bestimmungen haben das noch gar nicht in Betracht zu ziehen. Ja, und dann gab es da Fortschritt. In der ganzen Welt gibt es das mittlerweile. Man muss schauen, wie man etwas Neues mit einbezieht in das System. Das ist ja ein Prozess, aber wir haben wirklich sehr große Fortschritte erzielt, auch hier in Berlin. Da gibt es neue politische Bestimmungen. Man muss natürlich diesen ganzen Prozess durchlaufen. Es gibt Debatten und zum ersten Mal haben wir gesehen, dass einzelne Leute ihre Wohnungen auch vermieten möchten. Ja, es gibt natürlich sehr strenge Regelungen, aber wir sehen hier auch eine positive Entwicklung. Der Hintergrund ist, dass 400 Städte in der ganzen Welt ihre Bestimmungen so verändert haben, dass dieses Homesharing möglich ist. Das heißt, das Ganze wurde formalisiert, wie können Steuern bezahlt werden und so weiter und so fort. Wir wollten wirklich auch ein guter Partner für die Städte werden. Wir möchten natürlich eine positive Beziehung mit den Städten aufbauen. Manchmal bedeutet das auch, dass man Kompromisse eingehen muss, aber ich denke, der Fortschritt insgesamt ist ein guter. Wir haben einzigartige, beachtenswerte Dinge umsetzen können. Ich bin auch sehr stolz darauf, denn zusammen mit den Städten haben wir über 500 Millionen Dollar an Steuern
über unsere Plattform generieren können. Das heißt, das ist sehr einfach. Die Städte müssen die Steuern da nicht durch die Hotelsteuern einziehen, beispielsweise durch die Bettensteuer und so weiter. Nein, wir können das über die Plattform von uns generieren. Da wird dann entsprechend eine Pauschale berechnet und das ist viel einfacher. Ich denke, das ist eine gute Win-Win-Situation. Das ist gut, das zu hören. Wollen wir noch einmal abstimmen im Publikum? Sind Sie bereit? Vielleicht gucken wir mal, wie sich die Atmosphäre verändert hat. Ja, okay, kein Problem. Gut, ich bitte Sie abzustimmen. Wir haben die nächste Frage vorbereitet. Da sehen wir Sie schon. Wie bewerten Sie die zukünftige Entwicklung von Airbnb? Wir haben so viel gehört über die zukünftige Entwicklung. Das ist wirklich total spannend. Wir würden jetzt gerne Ihre Meinung wissen. Drücken Sie 1, wenn Sie denken, dass das in die richtige Richtung geht. Drücken Sie 2, wenn Sie sagen, das ist die richtige Richtung, aber da müssen noch einige Anpassungen vorgenommen werden. Und 3, wenn Sie denken, nein, das läuft in die falsche Richtung. Ich bitte Sie, nun abzustimmen. Ja, ganz interessant. Ja, wir sehen das jetzt in einer Sekunde, das Ergebnis. Okay, 70%. Herzlichen Glückwunsch, Nathan. Ich glaube, besser kann das gar nicht mehr werden. Wow. Ich denke mal, Sie gehen definitiv in die richtige Richtung und wir freuen uns auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Vielen herzlichen Dank.